bevor er feuern konnte. Verdammt! Da ist irgendwas, was blinkt und ich komme da nicht durch. Nein. Ach, so eine Scheiße. Na gut. Aber hier noch irgendwas zum Aufbrechen? Nö. Die beiden habe ich schon. Gut. Ja, die beiden hatte ich schon. Geil. Okay, hier ist es. Echt jetzt? Das ist es? Wow, wie unspektakulär. Hat der Typ Selbstmord gemacht? Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Und dann hat der Typ Selbstmord gemacht. Bist du das? Warst du so eine Art General? Pass auf, gleich antwortet er noch. Du hast Seppuku begangen. Ja, Selbstmord. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Das heißt, wir sollen jemanden töten, der beschützt ist. In einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Lass dir was einfallen. Fuck! Nein! Oh, nein, 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 das ist nicht gut, das ist nicht gut. Huch! Huch! Kommen die Idioten denn auf einmal her? Ich liebe die alte mit Schalldämpfer. Also die alte Waffe, jetzt nicht die alte hier. Respektabler Wurf, Alter! Oh, fuck it. Oh, na super, jetzt kommt auch nur einer von der Seite.
Ach, komm schon, lad schneller nach. Das kann doch echt nicht sein. Boah, die kann aber auch nicht von alleine nachladen. Da muss man echt alles sagen. Ja, okay, was brennt denn da die ganze Zeit? Hamas dann? Da steht ja wegen Hamas. Yay, Wählerstich. Das ist Wählerstich. Stiche tun weh. Irgendwas, was ich nachladen muss? Nö. Tja, zum Glück sind wir den Uni wohl nicht begegnet, hm? Okay, also wir müssen eine Leiche verbrennen. Wir müssen echt eine Leiche verbrennen. Ach ja, und die Uni besiegen. Oder an denen vorbeikommen. Okay, das ist einfach. Aber wir müssen eine Leiche verbrennen. Lara, wo zum Teufel bist du? Oh nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Verdammt! Nein! Ich muss sofort zurück! Wie gesagt, so getut. Verkackte Kacke. Oh. Na, wenigstens sind... Achtung! Sie sind am Pier! Oh, fuck. Verstärkung! Feuer! Feuer! Jola! Hilfe! Wo bist du? Verdammt! Verdammt was? Oh, Scheiße. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Miss Fires. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu.
Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes, aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Und dabei sah es gerade so gut aus. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Oh Gott, jetzt darf ich es auch noch steuern. Na, das wird lustig. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Mathias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Okay, los geht's. Nein. Nein? Du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Okay. Die beiden da unten glauben ja nicht so wirklich daran, dass was wir da gerade erzählt haben. Zumindest sah es nicht so aus, oder es war dieses, oh Gott, wo sind wir da bloß reingeraten? Finger im Gesicht, über der Nase zusammen, zieh. Aktion, weiß ich nicht. Was zur Hölle tust du mit mir? Der Typ wird sterben. Wer sind diese... Die Sturmwache. Leute... Sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Hey. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Schicker Anzug. Ah, klar. Natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht das? Aber sie sieht gut aus in dem Ding. Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ja, ja. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Japanische. Eure, Mein Bruder! Oh. Sono Kumi Morata!